CSL ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bioplasma-Bereich. Für Bern ist CSL Behring bei weitem die größte und wichtigste Unternehmung im gesamten Kanton. Es ist schön, seinen Teil beitragen zu können, Menschenleben zu retten und Menschen helfen zu können. CSL Behring AG entstammt aus dem Schweizerischen Roten Kreuz. Während der 90er Jahre wurde das dann privatisiert und von einer australischen Firma, CSL Limited, aufgekauft und in einen weltweiten Konzern integriert. Wir konzentrieren uns hier auf die Produktion von Immunglobulinen. Die Medikamente werden vor allem in der Intensivmedizin eingesetzt. Als Beispiel kann ich nennen bei der Herzchirurgie, bei der Organtransplantation oder bei schweren Verbrennungen. Wir verwenden ca. 10 Millionen Liter menschlichen Blutplasma im Jahr, um daraus unsere Medikamente zu gewinnen. Das heißt, wir verwenden keine chemischen Ausgangsstoffe, sondern spezifisch ein natürliches Produkt, aus dem wir dann unsere lebenserhaltenden Medikamente herstellen. Für CSL Behring arbeiten bedeutet, einen hohen ethischen Standard einzuhalten und sicherzustellen, dass unsere Patienten die richtigen Medikamente in der optimalen Qualität erhalten. Die Medikamente, die wir hier herstellen, sind sehr temperaturempfindlich. Das ist ein sogenanntes kühlkettenpflichtiges Produkt, sprich 2 bis 8 Grad. Das heißt, sobald es aus der Produktion rauskommt, wird es im Kühlschrank gelagert. Und wenn längere Strecken zu überwinden sind, sprich mehrere Minuten, wird dann eine Passivkühlverpackung verwendet mit entsprechenden Kühlelementen, damit die Temperatur für das Produkt immer zwischen diesen 2 und 8 Grad bleibt. Für den Bereich haben wir uns spezifisch FedEx ausgesucht, daraus ein speziell für Medikamente entwickeltes Produkt, das geeignet ist, zeitkritische Produkte zu transportieren, die eine lückenlose Überwachung benötigen und wo wir auch jederzeit wissen, wo sich die Ware befindet und wir auch aktiv über FedEx eingreifen können, wenn sich irgendwelche Probleme auf der Transportstrecke ergeben. Ich sage immer, zeit- und temperaturempfindliche Medikamente zu transportieren ist das höchste bezüglich Qualitätsniveau, bezüglich Sicherheit, das in einer globalen Logistikkette sichergestellt werden muss. Wir sind äußerst zufrieden und denken auch, dass das für unsere lebenswichtigen Produkte der richtige Partner ist.